Hallo, Michael ist mein Name. Ich rufe Sie an im Auftrag von Capixal. Sie hatten schon mal vor kurzem irgendeinen Kollegen von mir gesprochen, aber da hatten Sie irgendwelche Verbindungsprobleme, habe ich gesehen. Und ich rufe Sie jetzt an, um einfach das Gespräch weiterzuführen. Sie hatten sich Während die ja Tage war eingetragen, das was. Telefon hier total für den Arsch. Wer ist da nochmal? Mein Name ist Michael. Ich rufe Sie an im Auftrag von Capixal. Sie hatten sich eingetragen, weil Sie sich für das Geldverdienen mit Volkswagen-Aktien interessieren. Ah, okay, da war das der, den ich nicht Ja. verstanden habe. Okay. Ja, er hat hier nur einen Kommentar reingeschrieben, dass irgendwie er Probleme mit dem Anrufsystem hatte. Und dann hatten wir aber weitere Probleme und deswegen ist das jetzt, das letzte Mal war am 21. und deswegen bin ich jetzt erst am Telefon. Ach so, ich habe schon gar Genau. nicht mehr dran gedacht. Dann ist ja gut, dass ich Sie jetzt nochmal am Telefon habe. Ja, klasse. Was Gut. gibt's denn? Ja, Herr Feller, Sie hatten sich ja eingetragen, Sie haben sich ja dafür interessiert, mit Volkswagen-Aktien Geld zu verdienen. Ja, klar. Und da bin ich jetzt einfach der Kollege, der hier im Haus ist, um Ihnen die Handelsplattform zu zeigen und Ihnen das soweit vorzubereiten, dass halt dann der Senior Account Manager Ihnen wirklich alles im Detail zeigen kann, wie Sie auch dann wirklich Profite machen können von der Marktbewegung. Aber das klappt wirklich, ja? Sitzen Sie. Das klang so super, wo ich das gelesen habe, aber irgendwie auch fast zu gut. Herr Feller, es ist ja folgendermaßen. Es ist ja wie immer in Finanzbranchen, man kann natürlich gewinnen, man kann aber auch verlieren. Ja? Ja. Was ich aber Ihnen sagen kann, ist, es ist ja, am Anfang ist es erstmal so. Sie würden ein Handelskonto aktivieren, dieses Handelskonto würden Sie aufladen. Das heißt, es Aha. ist, sag jetzt mal, vergleich mal mit einer Prepaid-Karte. Ne? Das heißt, das Geld wandert einfach nur von dem einen Topf in den anderen Topf. So. Und wenn das alles passiert ist, noch mit ein, zwei anderen Sachen, dann würde sie ein Kollege von mir anrufen. Wie gesagt, das ist der sogenannte Senior Account Manager. Und der ist der Kollege hier im Haus, der wirklich sich den ganzen Tag mit den Marktbewegungen, mit den Zahlen auskennt und das alles macht. Und der sagt ihnen dann, zeigt ihnen die Plattform, sagt ihnen so, okay, das sind die Möglichkeiten, das sind die Risiken und so weiter und so fort. Und wenn Ja. sie dann sagen, Herr Feller, das ist mir alles zu spekulativ oder das ist mir alles nichts, dann nehmen Sie die 250 Euro, holen Sie die wieder zurück auf Ihr Konto und es ist nichts passiert. Ne? Also für die Aktivierung werden keine Gebühren fällig, es wird auch nichts fällig, wenn Sie das Geld, wenn Sie jetzt mal 30 Tage sagen, weiß ich nicht, ich mache jetzt nichts und so weiter. Also es passiert nichts mit Ihrem Geld, solange Sie es nicht selber aktiv einsetzen. Also das bei Das Ihren hört sich doch. Seiten, das ist so nichts so Mitgliedschaftsgebühren irgendwie? Nein, keine Okay. Gebühren. Das sind. Genau. Ne? Wie gesagt, Handelskonto aufladen, sich das angucken, mit Aha. dem Senior Account Manager telefonieren, das ist alles kostenlos, das kostet Sie überhaupt nichts. Und wenn er dann sagt, wenn Sie, entschuldigen Sie, wenn Sie dann sagen, nee, möchte ich nicht, dann nehmen Sie 250 Euro wieder zurück und freuen sich darüber. Also Das ist doch fair, oder? wenn das alles nichts kostet, wie verdient Ihre Firma denn dann Geld an der Sache? Das ist irgendwie komisch, oder? Nein, also das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist nur diese Aktivierung vom Konto. Die kostet halt überhaupt nichts, keine Aha. Gebühren oder sonst irgendwas. Wenn Sie dann ins Handeln kommen und wirklich sagen, ich setze jetzt wirklich dieses Geld ein mit dem potenziellen Gewinn, dann würden auch Gebühren anfallen. Aber wie hoch die Gebühren sind, ist natürlich dann auch davon abhängig, wie viel Sie einsetzen. Aber das kann Ihnen dann der Kollege sagen. Wie gesagt, in dem Moment haben Sie noch kein Geld ausgegeben. Er sagt jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt 50 Euro auf Volkswagen setzen, dann wären die Gebühren so und so. Das Potenzial, was Sie gewinnen, ist so und so. Das Potenzial, was Sie eventuell verlieren könnten, kann man halt auch managen. Das wäre dann in dem Fall so und so. Ne? Und wie gesagt, das ist das, was erstmal komplett kostenlos ist. Und erst wenn Sie ins Handeln kommen, erst wenn Sie wirklich Geld einsetzen, dann fallen Gebühren an und dann geht es halt auch weiter. Ne? Sind Sie noch bei mir, Herr Feller? Hallo? Hallo? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich Ah, auch? ja, scheiß Telefon schon wieder. Keine Ahnung, was da ist. Gerade gar nichts gehört wieder. Ja, ich weiß nicht. Wie weit haben Sie es denn gehört? Weiß nicht, irgendwas war so und dann war Telefon wieder weg. Okay, und wie weit haben Sie mich verstanden? Sehr gut, und dann war plötzlich die Leitung weg. Also kein Problem beim Verstehen, Ja, also. nur weg einfach wieder. Ja, wann, wa,
wann war denn die Leitung weg? Was war denn das Letzte, was Sie von mir gehört haben? Ach so, irgendwas 50 Euro und eine Aktie, aber kriegt man die für so wenig Geld schon? Ja, ja, weil Sie, was der Unterschied zu dieser Handelsplattform ist, zu normalen Aktien, ist ja, dass Sie ja nicht die komplette Aktie kaufen, ja? Nicht? Und, sondern Sie, nein, Sie können, deswegen können Sie auch mit einem geringeren Betrag schon einsteigen. Sie haben dann die Möglichkeit, auf diese Marktbewegungen zu setzen. Ja, wenn Sie jetzt sagen, ich glaube, Sie haben auf Volkswagen reagiert. Ja, ja, richtig? Volkswagen, ja, Volkswagen. Genau, genau. Da habe so, ich gedacht, jetzt bei Corona, viele Leute nichts gut arbeiten und so, ist jetzt günstig kaufen und ja. Wenn es wieder richtig losgeht, dann kann man wieder teurer verkaufen. So war Gedanke von mir gewesen. Ja, ja, genau. Da haben Sie auch grundsätzlich recht. Na, wenn ich jetzt mal gucke, so jetzt im letzten Monat, ne, jetzt brandaktuell ist der Kurs halt bei 202 Euro, war aber auch schon mal bei 192 Euro. Ja, ja. Und, wie gesagt, um das Handelskonto zu aktivieren, brauchen Sie halt, der Minimaleinsatz sind 250 Euro. Ja, von diesen 250 Euro könnten Sie sich beim normalen oder bei anderen Handelspartnern genau eine Aktie kaufen. Genau, genau. Ne? Dann kommen noch Gebühren dazu. Genau. So, und auf dieser Plattform, von der wir jetzt aus anrufen und von der ich aus anrufe, können Sie halt auch mit viel, viel geringeren Beträgen halt schon einsetzen, weil Sie halt nicht die komplette Aktie kaufen, sondern nur auf die Aktienbewegung handeln. Was heißt das? Ja, also wenn Sie jetzt sagen, das heißt, wenn Sie sagen, ich vertraue Volkswagen ist eine gute Marke. Ja klar, deutsche Qualität. Genau, genau. Können Sie sagen, nee, das steigt auf jeden Fall weiter und von dieser Marktbewegung profitieren Sie dann. Aber wie gesagt, was das im Einzelnen ist und wie viel Ihr Profit ist und wie viel Sie einsetzen müssten, um dann den gewissen Profit zu erzielen, das würde der Senior Account Manager machen. Was ich jetzt mache, ist mit Ihnen das der Senior Account Manager. Das ist der Kollege hier im Haus, der halt Ihnen da die Unterstützung gibt, was Sie wann einsetzen. Ja, mein Job ist es jetzt, Ihnen zu helfen, Sie dabei zu unterstützen, das Handelskonto einzurichten, dass halt der Senior Account Manager Sie anrufen kann, weil der ruft Sie halt erst an, wenn das Konto auch eröffnet ist. Ah, verstehe. Das ist wie bei dieses Call-In-Sendung. Genau. Vorher wird geguckt, ob die Leute wirklich wollen, bevor die mit den richtigen Leuten reden. Verstehe, gut gemacht. Nee, es ist ja so, also was der Sinn halt dahinter ist, ist, dass Sie halt nicht einfach unbedenkt in den Markt reinstoßen und sagen, ja, das hört sich interessant an, Geld in den Markt reingeben, ihr hart verdientes Geld, ja, und dann passiert halt irgendwas Unerwartetes und dann ist ihr Geld einfach weg, ne, zum Teil oder ganz, und das wollen wir halt verhindern, und deswegen sagen wir halt, wir geben Ihnen einen Kollegen an die Hand, ja, der sich halt mit den Zahlen auskennt, der das alles macht, und der kann Ihnen halt auch dann sagen, okay, das wäre jetzt vielleicht eine Möglichkeit oder halt nicht, dass Sie halt nicht alles auf eigene Faust machen. Aha. Und dann wirklich ihr einfach dieses Geld einfach dann futsch ist. Also der, ja, sagt dann, und dann, ob und dann ist gut oder schlecht und ruft an, wenn was gut ist, oder wie, genau, machen die das? Das ist ja krass. So, genau, also Sie können ihn dann an... Bitte? Nochmal? Mein Butler oder was? Ich weiß nicht, ob er die Bezeichnung möchte, aber ich glaube, persönlicher Assistent in Finanzbranche trifft es eher. Also das ist dann meiner, ja? Genau. Und was kostet das, dann mit dem zu arbeiten? Wie viel will der haben? Gar nicht, gar nicht. Auch nicht? Nein, nein, gar nicht. Das ist ja dann... Nein. Wie gesagt, natürlich muss die Firma Geld verdienen. Ja, ne? Klar, das klingt schon fast zu gut. Dann Gebühren... Ne, natürlich fallen auch Gebühren an, wenn sie jetzt ins Handeln kommen, ne? Ja, was muss ich mir denn vorstellen? Das muss ich ja vorher wissen, bevor ich irgendwo Geld gebe, muss ich ja wissen, was der Spaß kostet. Nein, wie gesagt, doch. Was wir hier machen. Sagt er einfach nein, ja, der Kerl. Ja, lass es. Ha? Ja, ne, also. Ja, was ist Herr das? Ist das, fester, ist, jetzt so. Ist das Monatsbetrag, ist das Provision, ja, oder wie muss ich mir vorstellen? Was meinen Sie jetzt? Naja, was Ihre Firma bekommt von mir. Warten Sie, Herr Feller? Ja? Eine Sekunde, ich habe gerade
ein ganz, ganz starkes Knacken in der Leitung. Einen Moment bitte. Ja, klar. Scheiß Telefon, blöd. Hallo. Herr Feller, sind Sie noch da? Hey, Kollege, ich dachte schon, ist wieder Herr kaputt. Feller? Ja. Nee, ich hatte nur irgendwie hier, ich weiß nicht, mit dem Headset oder sowas Probleme. Blöd, was habt ihr für Headset? Also, Herr Feller, ja, das ist doch, spielt überhaupt keine Rolle. Anscheinend, aber sie funktionieren. Wir sprechen ja jetzt schon seit 11,5 Minuten. Ja klar, also, ist doch super. Ich würde sagen. Weil ich habe Sennheiser, hab ich nie Probleme mit gehabt. Ja. Also Herr Feller, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Wir öffnen jetzt mal das Handelskonto. Klasse. Und alle Fragen, die Sie mir jetzt gestellt haben, ne, mit der Provision und so weiter und so fort, ja, das machen Sie alles dann mit dem Senior Account Manager. Wann rede ich denn mit dem? Weil ich bin jetzt dann bald bei Urlaub. Der wird sich in den nächsten 24 bis 48 Stunden Maximum bei Ihnen melden. Ne? Das heißt, Sie können jetzt, bevor Sie in Urlaub gehen, können Sie das schon was machen, ne? Und dann können Sie im Urlaub beobachten, wie sich das alles vermehrt. Das macht der dann, ne? Der passt da drauf auf für mich, hast du gesagt, ja? Eine Sekunde nochmal, ich habe hier schon wieder so eine Sekunde. Blöd. Benchut. Herr Feller? Anwesend. Herr Feller? Anwesend. Wunderbar. Herr Feller, ich würde Sie gerade mal an meinen Manager weitergeben, der macht dann die weiteren Schritte mit Ihnen, ja? Alles klar, super, danke. Ja? Alles klar, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Feller. Gleichfalls, tschüss. Dankeschön. Hallo, Herr Feller? Oh, ja, mit wem habe ich das Freude? Ja, schönen guten Tag. Sie haben das Vergnügen mit dem Marvin von Capixal auch. Schönen guten Tag. Wie geht's Ihnen? Oh, ganz gut. Und selber? Ja, könnte nicht besser sein. Das ich helfe Leuten, ihre finanzielle Situation verändern und das tagtäglich. Ich finde das ein schönes Gefühl. Wie der Weihnachtsmann, ha? Nein, der Weihnachtsmann, der hilft nur den Leuten, den Kindern, die auch brav gewesen sind. Ich helfe allen Leuten, auch die nicht brav waren. Ah, das ist gut. Ich bin auch ganz böse, Junge. Ja. Da sind Sie ja bei mir richtig. Böser klasse, Junge, böser klasse. Junge. Klasse, sehr gut. Wer wird denn Freunde? Das merke ich direkt. Herr Feller, ganz kurz, woher kommen Sie? Woher kommen Sie ursprünglich? Russland? Russland, nee. Ja, kann man gut hören, ha? Immer noch. Ja, kann man immer noch hören. Ich spreche leider kein Russki. Ja, ne panimaju. Da, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja Deutsch reden. Ja, das ist okay. Das begrüße ich. Herr klasse. Feller, ganz kurz. Sie Mann, hatten ja Interesse bekundet. Warte mal, mir ist mein Kaffee umgekippt. Warte mal ganz kurz. Scheiße, neue Hose. Entschuldigung. Fuck. Hallo? Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, Entschuldigung, Kaffee umgefallen. Ja? Scheißdreck. Ja.
Was ist denn das für ein Geräusch im Hintergrund? Ha? Nochmal? Ich habe gerade irgendein Geräusch gehört im Hintergrund. Ja, mein Kaffee, hören Sie mich? Mein Kaffee ist umgefallen. Ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Okay. Okay, Herr Feller. Okay, Sie hören mich wieder, ja? Ja, alles gut. Wunderbar. Okay, also Herr Feller, Sie hatten ja sich registriert gehabt am 16., also so Mitte August, ne? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Weiß nur, da hatte mal einer angerufen, ein Telefon war voll im Eimer und dann, weiß ich, viel Arbeit, ne? Ja, ja. Na gut, Sie haben sich Mitte August registriert und da hatten Sie Interesse bekundet, Ihre finanzielle Situation zu verändern. Sie wollten handeln mit der Volkswagen-Aktie, richtig? Richtig. Richtig, wunderbar, sehr gut. So, jetzt haben Sie die Möglichkeit, mit Volkswagen auch zu handeln. Versuchst du gerade in meinem Akzent zu sprechen? Bitte? Versuchst du gerade in meinem Akzent zu sprechen? Was tue ich? Versuchst du gerade in meines Akzent zu sprechen? Was? Schon ein paar Mal jetzt gehört. Was meinen Sie jetzt? Ich verstehe auch normal sprechen. Ich spreche nicht normal, Herr Feller. Nein, immer so mit russisches Unterton. Ich kann auch normale, klare Deutsch wunderbar verstehen. Ja, ich kann keinen russischen Unterton. Ich mache keinen russischen Unterton. Ach, hört sich so an. Also, Herr Feller, meine Zeit ist kostbar. Ja, Sie haben die Möglichkeit, mir zuzuhören, Herr Feller. So, was ist das denn, was ich da im Hintergrund höre? Ich habe keine Ahnung. Bei Wohnzimmer läuft Fernseh. Okay, also, Herr Feller, hören Sie mir zu. Sie haben ja Interesse bekundet am Handeln mit der Volkswagen-Aktie. Wissen Sie denn, wo die Volkswagen-Aktie momentan steht? Wo war das Ding? Irgendwas bei 200 knapp, ne? Sehr gut, Herr Feller, sehr gut. Genau gesagt 202 Euro, ja? Vor 6 Monaten, da lag die Aktie allerdings noch bei knapp, ja, 140, ja, Anfang des Jahres lag die Aktie bei 140 Euro, ja. Jetzt momentan bei 200 US-Dollar, Euro, sind 60 Euro Anstieg, richtig. Ja. Und das ist ja sozusagen, kann man sagen, genau, das sind ein paar Prozente, ja. Wenn man das kann man also sagen, kann. Eigentlich 50%. Man kann es wissen, wenn man die Informationen hat. Dann kann man um einiges mehr wissen. Man kann es nicht mit Sicherheit wissen, aber die Wahrscheinlichkeiten kann man erhöhen. Ja? Okay. Jetzt ist es so. Jetzt gibt es natürlich noch eine Prognose. Laut Financial Times und Goldman Sachs soll die Volkswagen-Aktie also bis Mitte Januar auf über 230, vielleicht 250 Euro steigen. Nicht schlecht. Dafür gibt es natürlich auch eine Logik. Ich weiß nicht, wie viel Nachrichten Sie lesen oder inwieweit informiert Sie sind. Wenig. Ja, können Sie sich vorstellen, warum Volkswagen in den nächsten 2 Wochen so dermaßen ansteigen soll? Na, bestimmt wegen den Elektrodinger, was die machen, oder? Was für Elektrodinger? Was ist das? Ein Auto mit Elektro. Statt Benzin. Ach, Elektroautos? Nein. Ja, nicht? Nein, liegt nicht daran. Warum denn? Nein. Ja, ich weiß nicht warum, aber es liegt nicht daran. Der Grund für diesen Anstieg, ja, Elektroautos ist ja mehr so Tesla. Na gut, ich meine, bestimmt geht es ein bisschen, hat das auch ein bisschen mit den Elektroautos zu tun. Ja. Aber der eigentliche Grund ist, in Salzgitter, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, in Salzgitter möchte Volkswagen mit der Firma QuantumScape eine große Batteriefabrik aufbauen. Aha. Haben Sie davon mitbekommen? Nee, das nicht, aber das dieses Batterie für Elektro. Googeln Sie das mal. Geben Sie mal an Volkswagen und QuantumScape. Das sind zwei Unternehmen, also QuantumScape ist ein amerikanisches Batterieunternehmen, ja, mit Lithium-Ionen-Batterien und Volkswagen kennen Sie. So. Klar. Volkswagen und QuantumScape, die möchten zusammen in Salzgitter eine Batteriefabrik, eine innovative Batteriefabrik aufbauen, ja, wo Lithium-Ionen-Akkus auch hergestellt werden sollen, ja. Das sind krass. diese Feststoff-Batterien da. Ja, ich kenne von Rasenmäher. Ja, genau, vom Rasenmäher, genau. Ja. Und
So funktioniert das. Ja, ja, glaube ich. Vielleicht auch vom Volkswagen ist der Rasenmäher. Ich weiß es nicht. Nein, auf jeden Fall das leider diese nicht. Beiden Unternehmen, weil. Leider nicht. Weiß nicht, ob die welche machen. Ja, vielleicht. Vielleicht machen sie ja den Motor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können sie davon dann. Diese beiden Unternehmen möchten zusammenarbeiten, okay? Die bauen in Salzgitter eine Batteriefabrik und das soll eine sehr innovative Batteriefabrik sein. Und das hängt auch mit dem Aktienkurs zusammen. Ah. Ja, bald haben wir wieder die Hauptversammlung, wo die Großaktionäre wieder zusammenkommen. Und dann haben Sie, Herr Feller, Sie haben dann auch die Möglichkeit, diese Gelegenheit zu nutzen mit Volkswagen, okay? Das ist gut. Das gibt Sinn. Das gibt viel Sinn. Genau. Ich würde Ihnen zeigen, wie sie die Gelegenheit nutzen können, okay? Okay, klingt gut. Aber da brauche ich ja schon ein paar mehr Aktien, wenn das, sag ich mal so, okay, so 40, 50 Euro noch nach oben gehen soll, da braucht man ja ein paar mehr, wenn man richtig verdienen will, oder? Ja gut, es kommt drauf an, welche Ziele sie haben. Kohle. Wenn sie jetzt sehr ambitionierte finanzielle Ziele haben, bitte? Kohle, Geld, Rubel. Genau, also natürlich, um Geld zu machen, braucht man Geld. Ja? Deswegen zeige ich Ihnen, wie Sie die Gelegenheit nutzen können, Herr Feller. Sind Sie gerade am Handy? Ja, richtig. Ja, wunderbar. Dann schicke ich Ihnen gerade eine SMS raus. Sind Sie sicher, dass Sie am Handy sind? Absolut. Also ich habe gerade versucht, Ihnen eine SMS rauszuschicken, das hat nicht geklappt. Also glaube ich, dass Sie am Festnetz sind, richtig? Ich habe, wie heißt das, Weiterschaltung von Festnetz auf Handy. Geht doch E-Mail schicken, ist kein Problem. Muss ich bei Computer noch Rechnung schreiben nachher? Müssen Sie noch Rechnung schreiben, okay. Da. Herr Feller, wie wäre es denn so? Ich habe einen Vorschlag. Herr Feller, wie wäre es denn so? Sind Sie morgen früh am PC? Oh, morgen, sagen wir morgen um 10. Da haben wir Außendiensteinsatz, da kann ich nicht. Was arbeiten Sie denn, wenn ich fragen darf? Inkasso. Das ist interessant. Das ist gute Arbeit. Okay, ja, kann ich mir vorstellen. Okay, also Herr Feller, wenn Sie wollen, machen Sie einen PC an, dann zeige ich Ihnen kurz die Internetseite. Ja. Machen. Beziehungsweise meine Aufgabe ist es ja nur, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Sie sprechen danach mit dem Senior Account Manager. Ach, ich dachte, sind Sie, weil der junge Mann, der sagt, ich gebe Sie jetzt den Manager. Ich bin der Account Manager, aber ich bin nicht der Senior Account Manager. Der Senior Account Manager, der wird erst mit Ihnen in Kontakt treten, wenn Sie ein aktives Handelskonto haben. Ah. Ja, natürlich, Herr Feller. Sie teilen auch nur, Sie teilen, Sie wissen doch, wie es funktioniert. Sie teilen die besten Informationen nur mit den besten Freunden, oder? Ich rede mit niemandem, weil was ich nicht weiß, das kann niemand verraten. Ja, also ich, die besten Informationen gebe ich nur meinen besten Freunden. Und das macht Capixal genauso. Capixal gibt die besten Informationen nur den Leuten, die auch Interesse haben. Echtes Interesse. Das ist gut. Ja? Und wissen Sie, wie man echtes Interesse beweisen kann? Oh, bestimmt mit Geld. Wissen Sie das? Machen wir nicht anders. Wenn einer einen Schuldentilgungsplan haben will, mit einem aktiven Handelskonto. So. Mit einem aktiven Handelskonto kann man Interesse bekennen. Da, Blutzeug. Ja? Computer. Und Herr Feller, ich sag Ihnen noch was. Das Unternehmen möchte keine, Computer ist an, das Unternehmen möchte keinen einzigen Euro von Ihnen haben. Das Unternehmen möchte nur, dass Sie ein aktives Handelskonto haben und Sie mit dem Senior Account Manager sprechen. Ja? Ja, das hat der Kollege schon gesagt. Ich frage und danach mich, wie kann eure Firma leben? Genau. Und danach, ja, genau. Und danach entscheiden Sie, ob Sie dann auch wirklich das Interesse dann bekunden möchten und ob das, ja. Das ist gut. Aber wie verdient ihr Geld dabei? Das ist irgendwie komisch, finde ich. Oder sehr undurchsichtig. Wie verdienen wir unser Geld? Ja. Also, das Unternehmen ist eine Handelsplattform. Die Handelsplattform verdient vor allen Dingen daran Geld, dass viel gehandelt wird, also viel getradet wird. Das heißt also, je höher sie traden, desto größer ist das Volumen und desto glücklicher ist das Unternehmen. Ja? Ah, also Provisionbasis, ja? Wie auch bei Inkasso.
Provision? Wieso Provision? Nein, hören Sie zu. Wenn Sie ein aktives Handelskonto haben und Sie handeln, ja? Ja. Dann kriegt niemand eine Provision. Sie kriegen pro Vermögenswert, wenn Sie jetzt eine Kaufs- oder Verkaufsposition öffnen oder schließen, müssen Sie den Unterschied davon bezahlen. Das sind prozentuale kleine Beträge, okay? Aber kann ich einmal eines Rechenbeispiel haben, bitte? Gerne. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, wo waren wir denn, Volkswagen? Machen wir es andersrum. Wenn wir jetzt sagen, Amazon ist jetzt momentan bei 3.500. Wenn Sie jetzt einen Differenzkontrakt mit Amazon zum Beispiel handeln möchten, dann zahlen Sie eine Gebühr von, das könnten vielleicht 15, vielleicht 20 Euro sein. Als Beispiel. Wenn ich das Aktie dann kaufe. Wenn Sie mit dem Amazon-Aktienkurs handeln wollen. Aber der Amazon-Kurs ist natürlich etwas teurer und auch die Gebühren sind teurer, ja, weil eben Amazon etwas teurer ist. Volkswagen ist jetzt gerade mal bei 200 Euro, also da werden die Gebühren natürlich geringer sein, um einiges geringer. Gut, gut, gut. Und das ist dann eines Mal oder solange man das macht, jeden Tag oder wie muss ich vorstellen? Sie können das machen, so oft wie Sie wollen. Also Sie können jetzt zum Beispiel sagen, Sie handeln jetzt einmal, Sie handeln jetzt zweimal, Sie können auch einmal im Tag oder fünfmal am Tag, Sie können auch einmal im Monat, wenn Sie wollen. Das ist ja Ihnen freigestellt. Also Kollege gesagt, der ist es Account Manager, ja, macht dann. Herr Feller, der Senior Account Manager, der ruft Sie an und erzählt Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Aber Sie sind ja über 18, Sie treffen ja Ihre Entscheidungen selber. Ja, der hat gesagt, bin ich bei Arbeit oder bin ich bei Urlaub, er macht. Ich versichere Ihnen, das hat er nicht gesagt, das darf er nämlich nicht sagen. Der Senior Account Manager wird mit Ihnen eine Handelsstrategie festlegen, der wird Ihnen sagen, wie Sie handeln können, aber die Entscheidung liegt und bleibt natürlich immer bei Ihnen. Ah. Ja, wenn Sie jetzt also sagen, ach nö, ich glaube da nicht mehr an Volkswagen, ja natürlich, das ist ja Ihr Geld. Wollen Sie nicht vollen Zugriff auf Ihr Geld haben? Doch, natürlich. Geld irgendwelchen fremden Menschen und dann lässt man diese fremden Menschen einfach handeln. Das ist doch mein Geld. Ich möchte doch wissen, was mit meinem Geld passiert, Herr Feller. Ja, in Firma habe ich auch Sekretär und Finanzmanager. Ist kein Problem. Wofür gibt es gutes Menschen bei Market? Sie sagten doch vorhin, Sie trauen niemandem. Aber dann trauen Sie Ihr Geld anderen Menschen an. Das ist notwendiges Übel. Die wissen, ich breche Ihnen die Beine, wenn Sie mit meinem Geld Scheiße machen. Okay, Herr Feller, Sie sind mir sehr sympathisch. Herr Feller, ich muss leider, das Ding ist, ich hätte Ihnen jetzt gerne schon die Handelsplattform gezeigt. Wir sind aber schon 30 Minuten im Gespräch, ja, und ich habe jetzt noch einen ganz wichtigen Termin, ja. Ich würde es vorschlagen, Herr Feller, ich würde gerne mit Ihnen, weil Sie sind ein sehr sympathischer Mensch, ja, und mir gefällt es auch, dass Sie Russe sind, Sympathiebonus bei mir. Ist kein Witz. Das ist gut. Wann darf ich Sie denn morgen anrufen, beziehungsweise mein Kollege? Ja, kommt drauf an, wie schnell der Typ das geht hier. Sagen Sie eine Uhrzeit, ich mache einen Termin mit Ihnen. Wie lange arbeiten Sie? Welcher Typ? Ne, wo wir hin müssen morgen. Okay. Achso, Mafia-Geld und so. Ja, ist klar. Okay. Ich mag dich, Zuckerbär. sehr gut, sehr gut. Aber selber anrufen. Herr Feller, wir machen was. Ey, aber dann selber an, nicht Azubi anrufen lassen. Ich rede nicht mit Laufburschen. Aber Sie wollen, dass ich anrufe? Ja klar, ist gut. Der andere ist zwar auch ein nettes Junge, aber wir haben ein gutes Connection. Ja. Adlitschner, okay, ja. Machen wir so. Dann würde ich sagen, morgen, lassen Sie mich mal kurz überlegen, um wie viel Uhr ich anrufen kann. Ich kann es nicht versichern, weil ich habe ja sehr viele Calls und so weiter. Ne? No. Aber vielleicht glauben Sie, sagen wir mal 3 Uhr, wie sieht 3 Uhr bei Ihnen aus? Morgen ist Donnerstag. Klappt. Ich schreibe mir auf. Freitag. So schnell geht die Woche rum. Genau. So schnell, ja, also dann muss ich sagen, dann hast du aber eine gute Woche gehabt, die war sehr ertragreich. Oh, wir sind auf Zypern gewesen, Lissabon gewesen, überall gewesen. Zeit fliegen. Ja, bestimmt. Ja, ich muss weiter, ich habe einen Termin, ich rufe Sie morgen gegen 3 Uhr an, ist das okay? So machen wir, ich schreibe auf und gucke, dass ich da bin.
Das wäre super. Das alles wär klar. Super. Da wäre ich Ihnen sehr verbunden, Herr Feller. Gut, mach Sie fertig, sorry. Ja? Alles klar, Herr Feller. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, wir hören uns dann morgen, ja? Das wieder. Halten Sie die Ohren steif. Und schauen Sie sich mal die Volkswagen-Aktie an. Mach ich, dann, ja. Mach bye, bye. Bis dann, ciao. Ciao.